So, willkommen zu unserem 56. Let's Play von Minecraft Kreativ. Ja, dann geht's erstmal weiter. Hier hinten ist noch gut was zu bauen und da hinten noch ein Haus und hier noch ein Haus. Ja. Ich sehe da gerade eine Stelle, die muss ich noch ein bisschen abglätten, habe ich gemerkt gerade. Sieht ein bisschen komisch aus hier. In welchem Sinne komisch? Es sieht schon besser aus, so. Damit du auch vernünftig bauen kannst. Ein bisschen düster hier drinnen noch. Damit die Lampen auch wirklich bis zum Boden kommen. Die Bibliothek. Die Mega-Bibliothek hier. Ja. Die ist ja auch mega hier. Nicht wahr? Ja. Ja, hab ja auch mehrere Videos verbraucht dafür. Ja, bis jetzt sieht es schon mal richtig gut aus mit unseren 56 Videos. Und wieso das hier ist jetzt mit eingeschlossen. Ja. In der Mitte noch ungefähr hier. Ich wollte die eigentlich da ranhängen. Ist von, naja, nicht einmal schon noch daneben. Dann kommt der weg. So. Auf jeden Fall ist der Dance dort gleich fertig. Ich habe wieder ein bisschen Schatten. Muss ja auch hier weiter in der Mitte. Ja, jetzt hat er erreicht. Ja. Krauser wird erstaunt sein, wenn er wiederkommt und dann sieht, wie groß das hier gewachsen ist.
Weil Der der ist ja erstmal noch verhindert. eine Woche ist er gerade eingeladen. Eingeladen? Ich hab da ausgeladen. Hahaha. Nase juckt. Wenn dir heute nichts einfallen sollte, was du nachher noch aufnehmen willst, dann wird MT weitergemacht. Ich habe bei Fall nur 10 ein klein bisschen vorbereitet. Wegen dem Drachen, der da demnächst noch kommen müsste. Weil der Käfer war schon so schwer gewesen, das ist heftig. Wo Seymour drin war. Und da wollte ich im nächsten Boss da nicht so doll dran knabbern. Dann habe ich da ein bisschen vorbereitet gleich. Auf jeden Fall ist mir aufgefallen, dass Yuna ein bisschen vorwärts darf. Da hat man ja gesehen, selbst Bahamut war nicht gerade so dolle. Aber ich glaube, egal wie stark sie wären, diese Attacke, Gnadenstoß, hätte die so oder so K.O. gemacht. Ja. Wenn der K.O.-Schlag genommen worden wäre, dann wäre es besser gewesen. Wo du Jojimbo bezahlt hattest. Ja. Ich habe extra eine etwas höhere Summe gegeben und der war noch zusätzlich noch voll gewesen. Als die Wahrscheinlichkeit sehr wegen hoch. Meisterruf. Ja. Ja. Aber irgendwie hat er sich doch anders entschieden. Na egal. Unser Bibliothekar. 24 Papier für einen Smaragd, 8 Smaragd und ein Buch für ein verzaubertes Buch. Ich sollte die demnächst aber auch noch upgraden. Du weißt schon. Mit ihnen handeln, da bis sie vollständig sind. Gutste kann sich hier sehr breit, ziemlich breit machen. Hier drinne. Nicht wahr? Ja. Und je mehr Jobs da sind, desto mehr muss man bestimmt nachhelfen bei denen. Weil die ja leider nicht den Job immer haben wollen. Der Bibliotheker, der kann froh sein, dass er genug Platz hat. So ein großes Haus hat nicht jeder von denen.
Passt irgendwie nicht. Irgendwie gibt es diesen Stein, den hier weißer Beton gibt es nicht als Treppe. Nee. Oh, dann mache ich das ganz anders. Dann mache ich hier von einem Gegenstück. Wenn das nicht anders sieht. Ach, da versteckst du dich. Da versteckst du dich, Ramanor. Ich hab dich eben gerade gesucht, die ganze Zeit. Was ist mit der Sardine hier los? Der fühlt sich wohl im Boot. Hast du auch gemerkt, ja? Ja. Humor. Hey, was macht dieser vereinzelte Stein hier? Weg damit. Also die Endermen haben echt Langeweile. So wie es aussieht, sind Sandblöcke auch Blöcke, die sie wegmachen. Bin mir ziemlich sicher, dass das hier vollständig war. Das Solarhaus hier. Da ist das Endhaus. Müsste es nur noch die hier gegen magentafarbene Scheiben austauschen. Genauso wie bei dem Gebäude hier. Das hier sollte ja der Wasserturm sein. Ja. Ja. Boah, unser Schwimmbad. Das möchte ich für die Frischwasserzubereitung. Unser Schwimmbad hier. Wirklich schade, dass wir die Furnitures nicht hier reinmachen können. Dann hätten wir das da tauschen können. Ja. Ah, so, falsche Seite. Das ziemlich beleuchtete Haus hier. Ja. Das war das Rathaus. Ja. Was hast du hier gerade baust? Erinnert mich ein bisschen an die Map aus in 3
auf der 3. Erinnert mich ein bisschen daran. Ja, das Weiß mit dem Gelb, das harmoniert richtig geil. Finde ich selber so cool, die Farben. Der Blitzableiter, den ich hier drauf gesetzt habe. Da steht er. Ja. Die haben alle ihre Jobs da zum Glück behalten. Genau das habe ich gerade geprüft. Die Häuser sind ja nicht gerade nebeneinander. Also ist so viel Platz, da können die eigentlich ihre Jobs gar nicht wechseln. Theoretisch nicht, aber irgendwie tun sie es, haben sie es trotzdem gemacht. Vor allem Maranus, der Bibliothekar wurde, obwohl die Lesepulte mehrere Blöcke, ziemlich viele Blöcke zurück war. Ziemlich viele Blöcke weg war. Ja. Oder dass Joshua immer irgendwie ein Gerber geworden ist. Hast du jetzt gerade also einen neuen Charakter gemacht? Ja, der Bibliothekar braucht ja auch einen Namen. Also. Warum ja. Muss? Da so eine Vario eingefallen, hast du ihn verändert. Dann hätte ich mit W angefangen. Und nicht mit V. Tür zu? Nee, Tür auf. Für den Fall des Falles. Muss das Namensschild ja gesichert werden, nicht wahr? Ja. Damit das auffällt, habe ich hier den gelegt. Giotto zieht. Pardon, sind Sie der Graf von Luxemburg? Hier ist ja mein Testgebiet. Du weißt schon, welcher ist Testgebiet. Klar, obwohl hier keiner ist, ist der hier gerade der Bibliothekar geworden. Irgendwie merkwürdig, oder? Ja. Was bist du jetzt geworden? Ein Gerber. Viel zu viele Gerber einfach. Als hätten sie keine anderen Jobwünsche.
Das sieht hier ein bisschen merkwürdig aus. Wahrscheinlich ist hier eine Schamgrenze. Ja. Auf der Seite wird die nächste Treppe hier angemacht, weil hier vorne kommt da nichts mehr hin. Thank you.
So. So wie es aussieht, kriege ich das Gebäude vielleicht sogar noch fertig in dem Video. Ja, nur vielleicht. Meistens kriege ich es dann noch fertig. Was willst du denn da gerade bauen? Eigentlich nicht. Also willst du das nur das Wasser wegmachen und dann wieder abreißen? Hast du also nicht die Quelle gefunden? Obwohl die oben eigentlich ist die Quelle. Ich weiß, wo die Quelle ist, aber ich wollte dieses abge ich wollte das Wasser behalten, aber nicht so abgeschnitten. Quelle ist nämlich hier. Aber das Wasser will ich beibehalten. Pardon.
ein Trick, um möglichst schnell herunterfallende Blöcke abzubauen, wenn ich hier gerade an. Das waren 8 Sandblöcke, die ich da abgebaut habe dadurch. Weil hier sollte ich ja auch was machen. Nicht wahr? Ja. Och, Mann. Mann. So, ist hier unten fertig, jetzt brauche ich mal oben und dann ist das Ding fertig. Oh, der ganze Fischwarm ist hier. Der Hauptfischwarm. Ja. Ach ja. Huch. Ich wollte ja was herausfinden. Und schon wieder wurde er zum Bibliothekar. Obwohl das ganz weit weg ist. Mir kommt es vor, dass sie sich per Zufall irgendwie. Aber gehäuft kommt der hier vor. Obwohl die. Jetzt, dein obwohl Internet. Die da hinten sind. Dein Datenvolumen war schon verbraucht da. Vollständig. Oh. Und das schon gestern. Zum Glück reicht es ja noch für GPS, da kannst du wenigstens GWKs noch verwenden. Aber da hinten so, oh Alter. Da hinten so sind die zwei, aber und hier ist der Testbereich. Ja. Oh, mein Haus ist fertig. Ja. Aber diese Etage da scheint noch ein bisschen unbeleuchtet. Ah, genau, weil ich schon mir gerade auch gesehen, die hier vorne nämlich. Scheint noch unbeleuchtet, diese Etage hier. Ich kurz hier durch. Aber ja. Warum machst du denn sowas? Da, ist gehäuft der Bibliothekar. Obwohl hier kein. Du weißt schon, es ist. Ich glaube, hiermit kriege ich einen Kartografen.
Warum wird er ein Bibliothekar? Hallo. Da ist alles beleuchtet. Ah, hier unten muss ich ja noch. Warte ich hier schon? Nee. Und die Tür muss ich dann nur noch reinmachen da unten. Außer hier beim Durchgang, da bleibt er offen. Bibliothekar? Schon wieder? Hier gehen die Lampen. Ja. Ah doch, hier gehen die Lampen schon da auf. Da ist das so fertig, ja. Kartenzeichner. Das nächste Projekt fangen wir erst im nächsten Video an. Die ganzen Schwarzwälder hier, Ja. die du hier gesetzt hast. Ah, guckst gerade an den anderen Gebäude. Was wolltest du hier machen? Eigentlich nichts Besonderes. Da habe ich eher was ausprobiert, da wollte ich gucken, wegen der Kirsche. Das Aquarium hier. Boah, alter Schwede. Dein Ring, Seegras und da. Also auch ein Ring, oder? Ja. Da sind das zwei Ringe. Unten zwei und oben nochmal einen. Nicht schlecht, das Specht. Das hier ist übertrieben. Ich habe ihm noch erlaubt, wenn er online reinkommen würde, kann er das auch weiterbauen. Also eben. Da war ein Tankfehler. Ja. Da, weil ich kann mich ja mit denen nicht verständigen, aber ich werde auch später online, also aufmachen, damit Danny, also Causatope weiterbauen kann. Also ohne Aufnahme, es sei ja nimmt selber auf. Aber ich habe ihnen gesagt, dass ich in der Aufnahme nicht bei bin, weil ich mich ja mit ihnen nicht verständigen kann. Nee. So kann er entweder privat oder er baut einfach nur. Muss ja wissen, wie er das macht.
Und hier ist besagtes Dorf. Ja. Was du mit einmeiden willst. Ja. Das meine ich mit der anderen Stadt ein, die da hinten entsteht. Das hier ist noch unvollständig. Oder sollte das so sein? Ne, da kommt nur noch was. Das wird aber nicht so hoch wie das Hotel. Wenn du dich draufstellst, dann merkst du, dass da einiges fehlt. Das Nebene. 96. Ja. Und hier ist unser Hauptgebiet. Zwei ziemlich große Häuser habe ich hier. Ja. Aber hier das des Bibliothekars. Und dann das hier. Des Farmers. Ich glaube, er hat sogar flächenmäßig Ja. das größte Gebiet. Und was meinst du? Ja. Im Fall von der Wohnfläche auf jeden Fall. Wenn du diese beiden Grundstücke dir da anschaust, Ja. welches ist größer? Das Grundstück des Fischers oder das Grundstück des Farmers? Der Fischer ist ein klein bisschen größer, aber von der Wohnfläche ist der Bibliotheker das größte. Die Tiere sieht man gerade nicht von hier oben. Da. Ja. Also weil man von ja bestimmt hier auf diese ungefähr auf dieser Höhe sieht man sie dann. Auf 127 sieht man sie dann, wenn man runter guckt. Ja. Bin dann überlegen, ob ich hier einen Fluss durchbaue. Hier so. Und dann einen Wasserfall hier runter, irgendwie hier. Ein Wasserfall und der Wasserfall geht genau hier rein. Was hältst du davon? Dass der Wasserfall dann genau hier reingeht. Soll mir recht sein. Weil es mir hier gerade schon vorgebaut ist, deswegen ja. Und ich brauche nur das, was ich hier abgegrenzt habe, brauche ich nur. Und dann kann hier nämlich der Fluss durch. Aber du musst natürlich auch für Wassernachschub sorgen. Ja. Weil jetzt fließt es nicht mehr weiter. 2 Meter tief wird der. Und dann kommt später eine Brücke noch rüber. Hier vorne geht es dann durch. Bis hier ungefähr. Hat den Fluss so, dass es in der Mitte 2 tief ist. Den hier braucht man ja öfters mal, den Grasblock, stimmt's? Ja. Wenn ein Enderman mal wieder frech war und einfach den geklaut hat, den Stein. Also willst du mit dem Teich des Fischers verbinden, Ja. den See, den Fluss, ja?
Wenn du ja schon Mühe gemacht hast, um das so anzupassen, dann wird das auch benutzt. Der Zaun muss aber unten angetastet bleiben. Auf jeden Fall kommt das hier rein, denn hier so. Schon mal fliegen wir nach rechts. Es Vor. sei denn, du willst hier, damit man hier unten eine Reihe abmacht und dann da reinfließt. Das geht natürlich auch. Ah, ja, so kannst du den hinleiten. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Ja. Auch wenn ich hier ein bisschen anpassen muss wieder. Ja. Ja, dann geht er hier rum. Dann fließt das hier runter. Ah. Kann man sich hier noch ein bisschen was entfernen? Ja, das war der Timer. Als man es gehört hat. Wieder angeglichen. Damit er hier. Ja. Ungefähr bis hier. Und die Ecke gleiche ich noch an und dann war es das erstmal für das Video. So. Wollen wir uns treffen oder erstmal nicht mehr? Wollen wir gleich an unserer Position bleiben oder jetzt hier irgendwo noch treffen? Komm erstmal hier hin. Also bist auf der neuen, auf der freien Fläche. Ich überlege gerade noch, was ich, welche Materialien ich für das Haus nehme und wie ich es baue. Ja. So, ja, dann würde ich erstmal sagen. Einen Moment, Ja. damit man mich besser sieht. Ja, dann würde ich erstmal sagen, das war's dann für das Video und bis zum nächsten. Tschüss!